Mademoiselle Nella Salah. Sie haben das Wort. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Juroren, ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, auch wenn ich lügen werde wie gedruckt. Wenn der Meister seinen Schüler systematisch wählen müsste, also im Voraus entscheiden müsste, wem er sein Wissen und seine Unterstützung weitergeben soll, würde er sich damit einem unerträglichen Fatalismus unterwerfen. Und meine Wahrheit ist vielleicht nicht Ihre Wahrheit. Ist es jede Wahrheit wert, ausgesprochen zu werden? Würden Sie sich trauen, einem staunenden Kind am heiligen Abend zu sagen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Oder würden Sie etwa einem Mann am Sterbebett sagen, dass es das Paradies nicht gibt? Macht die Liebe glücklich? Mademoiselle Salah, Sie argumentieren dafür. Macht die Liebe glücklich? Die Liebe? Aber welche Liebe? Die Liebe zu anderen? Die Liebe zu sich selbst? Und was für ein Glück ist das? Wird nicht manchmal gesagt, dass man auch von Luft und Liebe leben kann? Was heißt es denn zu lieben? Roland Barthes sagt, dass man seine Liebe an der Bereitschaft zu warten messen kann. Ja, ich liebe, weil ich warte. Der andere, der Freibeuter, der Abenteurer, der Bergsteiger, er wartet nie. Er besteigt den Kilimandscharo, er durchquert die Südsee, während ich liebe und warte. Das ist unerträglich. Also, manchmal, wenn man liebt, will man den Spieß umdrehen. Ihn warten lassen. Ich werde zu spät kommen. Das geschieht ihm recht, meinem Abenteurer, der die Gefahr sucht. Aber leider verliere ich bei dem Spiel immer. Was ich auch unternehme, am Ende bin ich es, die wartet. Immer nur den anderen im Blick. Hoffend, voller Sehnsucht. Und dann komme ich nicht nur rechtzeitig, sondern zu früh. Zu früh. Aber wenn wir erkennen, dass wir zurückgeliebt werden und an der Landungsbrücke beginnen, dieses unergründliche Warten zu akzeptieren, uns dem Taumel hingeben, der uns ergreift, wenn wir im seichten Wasser des Hafens den Boden unter den Füßen verlieren, dann werden diese trüben und bewegungslosen Gewässer ein Ozean voller wunderbarer Euphorie. Ein sanfter Schoß, ein weicher, in dem wir ausharren und warten. Voller Vertrauen, unerschütterlich, auf die Rückkehr des geliebten Menschen. Und dieses Warten wird zum köstlichsten und erfülltesten Zustand, den es gibt. Diese Runde gewinnt Nella Salah. Mademoiselle, bitte, Sie kommen zu spät. Bloß weil ich 5 Minuten zu spät komme, müssen Sie gleich auf mir rumhacken? Und schon kommt die gute alte Paranoia auf den Tisch. Typisch. Typisch? Typisch wofür denn genau? Hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren? Ich bin gezwungen, dich vor den Disziplinarausschuss zu bringen. Bin ich denn nicht politisch korrekt genug? Ist das dein Problem? Mach sie fit für den Rhetorikwettbewerb, damit der Disziplinarausschuss ruhig bleibt. Von Ihnen will ich ganz bestimmt nichts. Meine Zukunft liegt in den Händen von Nella Salah. Fall tot um. Doofe Kuh. Alles gut gelaufen? Er ist ein Rassist. Fatima! Wie haben Sie mich gerade genannt? Um als privilegiert und elitär durchzugehen, brauchst du erstmal ein Gehirn, das richtig gut funktioniert. Haben Sie bloß Couscous im Kopf? Nein, 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 nein. Das ist keine Provokation. Das ist wirklich eine ganz übliche Redewendung. Wann legen Sie endlich Ihre unförmige Pariser Vorstadtaufmachung ab? Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Was glauben Sie denn eigentlich? Dass wir nicht nach unserem Äußeren beurteilt werden? Dass die Art und Weise, in der wir uns in der Welt präsentieren, unwichtig ist? Die Eloquenz, die Rhetorik, genau das will ich Ihnen beibringen. Immer Recht haben. Scheiß auf die Wahrheit. Ja, das finde ich gut. Das üben wir jetzt. Mitbürger, hört mich an! Du hast mich ja ganz schön verladen. Du bist der Star der Fakultät und er darf weiter den Rassisten rauskehren. Was redest du? Durch dich kann er sich reinwaschen. Er hat dich benutzt, aber du hast ihn doch auch benutzt. Mir war einfach nicht klar, dass ich da überhaupt nicht hingehöre. Das Mädchen, das ich liebe, gibt nicht so einfach auf. Nehmen Sie den Raum ein. Ich will Sie hören. Ich will, dass Ihre Stimme im Saal widerhallt. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, auch wenn ich lügen werde wie gedruckt. Ich weiß, dass ich eines Tages die Erinnerung an etwas Ungeheures an meinen Namen anknüpfen werde. Nehmen Sie den Stift in den Mund, so. Und schön artikulieren. Machen Sie schon, der ist halal. Das war eine Provokation.